Como les comenté al principio del programa, hoy tengo a un invitado muy especial, Amiri, persa. Lleva más o menos unos 50 años en el país y de esos 50 años lleva unos 30 años impulsando incansablemente la cultura latinoamericana en la ciudad de Viena, especialmente la música latinoamericana, haciendo conciertos, reuniendo a los mejores músicos y llevando esos conciertos a los escenarios más emblemáticos de la ciudad, ¿no? En el Concert House, en diferentes lugares de la ciudad, siempre dando lo mejor de sí. Amiri, por fin lo tenemos en estudio. Muchas gracias por venir a Latino Gracias. TV. Amiri, 30 años impulsando la música latinoamericana. ¿De dónde viene ese interés y por qué especialmente la música latinoamericana? Bueno, yo he estudiado primero la guitarra flamenca. Ich habe zuerst flamenco Richtung studiert und da war für mich der Weg für lateinamerikanische Musik offen. Natürlich, wie ich erzählt habe, die Kollegen aus Lateinamerika waren für mich, sagen wir mal, sehr wichtig in meiner Karriere. Und dann habe ich eben großartige Musiker kennengelernt, also, und mit ihnen bin ich noch immer unterwegs. Und seitdem, dann gibt es Konzerte überall. Am Anfang nicht so viele wie jetzt, aber jetzt heuer, am 17. März, gibt es das große Konzert im Wiener Wiener Konzerthaus. Konzerthaus. Wir haben jedes Jahr zwei Konzerte im Wiener Konzerthaus, aber heuer zum ersten Mal präsentiere ich klassische Musik aus Lateinamerika, zum großen Teil meine eigenen Kompositionen. Und das Orchester, die Musik ist, also wird von Tonpedium Wien unter Leitung von Carlos Pino Quintana begleitet. Es ist normalerweise, wenn wir denken, es ist ein Konzert aus lateinamerikanischer Musik, dann erwarten wir un poquito de salsa.